Ja, willkommen zum Live-Chat mit Sana. Willkommen. Ja, es besteht die Möglichkeit für die, die sich neu zugeschaltet haben und vielleicht sich im Chatroom noch nicht angemeldet haben, dass sie im Chatroom Fragen stellen können und ja, also im Chatroom können Fragen gestellt werden und per E-Mail könnt ihr Fragen stellen. Unter sala@sala.de, wenn ihr da eine E-Mail schickt, dann werde ich die abrufen und so weit wie möglich beantworten. Ja, ich sehe, dass einige Gäste im Chatroom sind. Willkommen, ihr. Willkommen, alle, die gerade zuschauen. Ja, die Basito. Ah, Premjiva. Hallo, Premjiva. Er schreibt: Hallo, Sala. Sonnige Grüße vom schönen Niederrhein. Schön, dich zu sehen. Ja, danke. Vollkommenheit. Das Leben ist vollkommen. Wir denken, dass das Leben nicht vollkommen ist. Das Leben an sich ist vollkommen. Jeder Moment ist vollkommen. Du bist vollkommen, vollkommen.
Dein Nachbar ist vollkommen, der Hund ist vollkommen, die Blume ist vollkommen, das Leben ist vollkommen. Nur die Ideen und die Konzepte, die dahinter stecken, sagen, das Leben ist nicht vollkommen, das müssen wir unbedingt ändern. Ja, stellt Fragen. Stellt Fragen. Traut euch. Viele Menschen fragen, was ist Bewusstsein? Wie kann ich bewusst hier sein? Oder was heißt es, bewusst hier sein? Oder was heißt es, hier zu sein? Wir haben das komplette Leben zur Verfügung, um bewusst in diesem Moment zu sein. Ja, Bewusstsein ist diesen Moment, so wie er jetzt ist. Ohne dass wir einen Gedanken dazufügen oder versuchen, gedanklich irgendwas von diesem Moment auszuschließen, sondern hier sein. Ohne Wertung. Und wenn wir bemerken, dass eine Wertung ist, dann bemerken wir die Bewertung. Doch wir bewerten nicht die Bewertung. Ja, also hier sein und wahrnehmen, was jetzt gerade hier ist. Ja.
Wie ist dieser Moment? Wie fühlt sich der Körper an? Was ist noch jenseits vom Körper? Ja, was gibt es im Außen für Geräusche? Ja, Bewusstsein hier sein heißt nicht, sich von außen irgendwie die Sinne alle zuzumachen und dann in mein inneres Kämmerchen zu gehen und dann irgendwann aus meinem inneren Kämmerchen wieder rauszukommen und dann wieder die Welt wahrzunehmen. Daran bewusst hier sein, ist mit allen Sinnen hier sein. Ja, mit riechen, mit hören, mit schmecken, mit wahrnehmen, den Wind auf der Haut, in den Haaren, im Gesicht, ja, den Ton des Vogels hören. Oder das Bellen eines Hundes oder das Lachen eines Kindes. Ja, oder sich eine Blume nehmen, eine Blume anschauen. Ja, ihr Wesen entdecken. All das ist hier sein. Unter der Dusche und beim Abwaschen, beim Kartoffeln schälen, beim Backen, beim alles. Ja. Das ganze Leben ist Meditation. Keine Trennung. Das ist Meditation und das ist keine Meditation. Oder nur so ist Meditation, aber im Leben ist keine Meditation. Ja. Ja, die Menschen sagen oft, ja, meditieren, ich habe so wenig Zeit zu meditieren. Benutzt das Leben zur Meditation. Ja, wenn du barfuß zu Hause über den Teppich läufst, wenn du den Tee trinkst, ja, wenn wir einen Tee trinken, das gab es früher in der Zen-Tradition, ja, man hat es gespürt, man hat die Tasse gespürt, die Wärme in der Hand von dem Tee, von dem heißen Tee, den Duft, den Geschmack. Das ist Meditation, Lebensmeditation. Ohne, dass wir diesem Moment etwas hinzufügen oder wegnehmen. Und alles wahrnehmen, was in diesem System so vor sich geht. Ja, doch wir hängen dann so sehr an den Emotionen und dann sagen wir, ja, Wut will ich nicht und Traurigkeit will ich nicht und das fühlt sich so an. All diese Emotionen ist einfach nur Energie im Körper. Und den Gedanken, den wir dann dazufügen, macht es zu meinem Gefühl. Und wenn dieses Gefühl meins ist, dann habe ich garantiert ein Problem. Doch wenn dieses Gefühl erst gar nicht benannt wird als ein Gefühl, sondern wir es einfach als eine Emotion wahrnehmen, als eine Energie wahrnehmen im Körper, dann ist das total lebendig. Ja, wir. All diese Kräfte sind unsere Lebendigkeit. Die Wut ist eine Kraft, die Traurigkeit ist eine Kraft.
Angst ist eine Kraft. Aber all diese Dinge wollen wir nicht haben. Und weil wir sie nicht haben wollen, schieben wir sie weg. Das Ich sagt, nein, das ist mir viel zu gefährlich. Ja? In dem Moment, wo wir diese Dinge leben, kommt das Ich in die Bedrängnis. Wenn wir diese Energien in unserem Körper zulassen. Es ist nichts anderes als nur Energie. Ja. Okay. Eine Frage. Okay, die Frage ist von Marianne, die schreibt, geliebte Sala, ich denke nicht, dass das Leben bei mir das Sagen hat, denn ich bin ja laufend im Kopf, also höre ich diese zarte Stimme, von der du sprichst, gar nicht. Ist das so? Fragezeichen. Wer entscheidet dann bei mir, das Ego oder das Leben? Weißt du, in Wahrheit entscheidet immer das Leben. Nur wenn wir diesen Moment, diese Situation persönlich nehmen, dann sagen wir, ich habe entschieden oder ich habe nicht entschieden. Weißt du, es ist kein Problem, wenn du in Gedanken bist. Doch bewerte es nicht. Sage nicht, ich bin im Ego. Es ist egal, wo du bist, ob du im Ego bist oder nicht. Du bist mitten im Leben. Also wende dich dem zu, wende dich nicht diesem Urteil zu, sondern wende dich diesem Moment zu. Und beurteile nicht die Beurteilung, dann drehen wir uns im Kreis. Also denk nicht drüber nach, Marianne. Und dann hast du geschrieben, ich komme nach Alpirsbach zum Stille-Retreat im September. Ich habe es schon Sehnsucht nach dir. Ja, ich freue mich, dich dort zu sehen. Weißt du, das Leben ist so eine Magie. Und es hat unendliche Facetten des Ausdrucks. Doch wir sollten keine Facette des Ausdrucks so ernst nehmen. Es ist nicht ernst. Ja, wir legen unseren Blickwinkel, ja, seit wir vielleicht was von Erleuchtung gehört haben und Freiheit und Glückseligkeit und Liebe, legen wir unser Blickwinkel noch mehr auf unser Problem. Ja, wenn wir den Blickwinkel auf das Problem legen, kommen wir aus dem Problem nicht raus, weil wir drehen uns im Problem. Ja, und wo sind die Probleme? Die Probleme sind da, wo wir glauben, irgendwas ist nicht okay. Ich bin nicht okay oder das Leben ist nicht okay oder dieser Moment ist nicht okay. Geh ins Grüne, geh raus. Geh in die Natur. Tanke die Natur. Hör die Vögel zwitschern. Wir haben gerade so eine schöne Zeit. Ja, alles blüht, alles duftet, alles ist in voller Pracht. Wende dich dem zu. Und denke nicht so sehr über Probleme nach. Und mache nichts zum Problem. Genau. Mache nichts zum Problem. Mach die Gedanken nicht zum Problem.
Mach die Situation nicht zum Problem. Nein, die Konditionierung mag Probleme. Komm raus aus der Konditionierung und wende dich dem Leben zu. Stell dir einen schönen Blumentopf an deinen Arbeitstisch oder wo du auch bist und rieche zwischendurch dran. Und wenn dir das nicht reicht, geh raus in die Natur. Ja, da füttern wir uns mit natürlichen Informationen. Ja, mit lebendigen Informationen. Und komm aus diesem Kreis der Probleme raus. Danke, Marianne. Ja, also falls sich noch Leute neu dazugeschaltet haben, ihr könnt gerne eine E-Mail schreiben unter sala@sala.de, falls ihr eine Frage habt. Und dann schauen wir, wie wir sie bearbeiten. Keine neue Frage. Okay. Ja, wenn wir, wenn wir das Leben so ernst nehmen, dann drehen wir uns in dieser Ernsthaftigkeit. Wir sollten uns mehr der Freude zuwenden. Das macht mehr Spaß. Und wenn innerhalb dieser Freude dann mal Traurigkeit hochkommt oder wenn mal Wut hochkommt, alles ist möglich, sogar Angst ist möglich, dass wir dieses Gefühl, diese Emotion, diese Energie, dass wir uns von dieser Energie tanzen lassen. Dürfen wieder neu lernen, dass das Leben uns tanzt. Das Leben möchte uns in Freude tanzen, mit all seinen Facetten, mit all seinen Ausdrucksweisen. No, es geht gerade nicht. Hallo, ich werde neu. Bewegung im Raum. Thank you.
Ah ja, danke. Ja, das ist wohl wahr. Alaya schreibt, Alaya Schein schreibt. Hallo Sala, willkommen zu deiner Solo-Sendung. Ja, so ist es, ja. Genau. Ah, Premjiva schreibt, hab das Ding laufen, dass ich richtig bin und die anderen falsch. Kannst du was dazu sagen? Ja, das ist dieselbe Schiene, die sagt, ich bin falsch und die anderen sind richtig. Nur umgekehrt. Es ist dieselbe Programmierung. Weißt du, wenn wir dieselbe Programmierung, die sagt, ja, vorher stellen wir uns immer als verkehrt hin und glauben alle anderen da draußen, die machen es richtig und gut. Ja, und dann dreht sich die Programmierung um. Und dann sagt die Programmierung, ja, die da draußen sind alle verkehrt, aber ich bin richtig. Ja. Wahres. Wahres Okay sein hat nicht diese Wertung. Ich bin richtig und die anderen sind falsch. Wahres Okay sein sieht, dass alles okay ist. Also lass dich nicht da fangen von die anderen sind falsch und du bist richtig. Weißt du? Du bist okay und der andere ist okay. Ja, also was gefällt uns nicht oder was geht mit uns in Resonanz, dass wir sagen, ah, der andere ist falsch, aber ich bin richtig. Was ist es? Welches Gefühl ist da? Welche Emotion ist da, die wir nicht fühlen wollen? Weil dann versucht sich die Programmierung, versucht sich besser zu machen als die anderen. Aber niemand ist besser und niemand ist schlechter. Also ist es wunderbar, dass du es bemerkst, Panjiva. Bemerke diese Bewertung, doch nehme sie nicht so ernst. Sonst bekommen wir damit eine neue Identifikation. Dass ich jemand bin, der richtig ist und der andere ist falsch. Da werden wir dann gehalten, weißt du, festgehalten. Danke für die Frage. Okay. Frage. Ah, okay. Eine Frage ist gerade reingekommen, und zwar, liebe Sala, eine Frage. Ich bin vor einiger Zeit von meinem Freund verlassen worden. Es tat sehr weh. Ich merke, ich habe wahnsinnig Mühe, alleine zu sein. Wieso ist das so? Habe das Gefühl, nur mit einem Partner die Vollkommenheit und den Sinn im Leben zu sehen, weil es einfach schöner ist wie.
Wieso meine ich das und wieso ist das so? Lieben Dank. Okay. Okay, du sagst, dass du Mühe hast, allein zu sein. Ja? Im Alleinsein kommen wir mit Emotionen in Berührung, die wir irgendwie nicht mögen. Ja? Und wenn wir die nicht mögen, sind wir lieber mit jemandem zusammen. Weil in dem Moment, wo wir mit jemandem zusammen sind, brauchen wir die erstmal nicht zu fühlen. Also wir versuchen im Zusammensein mit jemand unser Alleinsein zu überspringen. Wenn wir das bemerken, dann ist es wunderbar, weil wir dann aufhören können, jemand anders zu benutzen, um nicht allein zu sein. Ja, das sind die meisten Beziehungen, die wir so führen. Ja, mit jemandem zusammen sein, weil ich nicht alleine sein möchte. Und wenn wir dann alleine sind, weil der andere nicht mehr da ist, dann suchen wir wieder jemand, um dass wir nicht alleine sind, weil wir uns besser fühlen, wenn jemand in unserer Nähe ist. Weil wir fühlen uns besser, weil wir dieses Alleinsein nicht fühlen wollen. Und manchmal können wir sogar uns alleine fühlen, wenn wir mit jemandem zusammen sind. Also was heißt es? Wir können das Alleinsein nicht überspringen. Wir können, ob nun mit oder ohne Partner, wir sind allein. Es macht keinen Unterschied. Ja, und die Idee, dass wir dann vollkommen sind, wenn wir einen Partner haben. Ich glaube, manchmal haben wir mehr Probleme, oder? Mit dem Partner. Ja. Weil irgendwo ist so ein kleiner Teil in uns, der uns eine Ahnung gibt, was heißt Vollkommenheit? Ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen. Ja, was ist Vollkommenheit? Ja, normalerweise haben wir eine Idee von Vollkommenheit. Wir sagen, wenn meine Lebenssituation so und so ist oder wenn der passende Partner oder die passende Partnerin an meiner Seite ist, ob ich genug Geld verdiene oder ein Haus habe oder was auch immer, all meine Wünsche erfüllt werden, alle meine persönlichen Wünsche erfüllt werden, dann ist das Leben vollkommen. Dann ist die Lebenssituation vollkommen. Das mag so sein. Vielleicht ist die Lebenssituation in dem Moment vollkommen. Aber wir fühlen uns nicht vollkommen. Irgendwann kommt der Moment, wo wir vielleicht eine Leere spüren. Oder nach was Neuem suchen, weil es nicht mehr aufregend genug ist. Also wir suchen, das ist unsere Sehnsucht. Wir suchen, oder diese Sehnsucht sehnt sich nach Vollkommenheit, nach Ganzheit. Doch diese Ganzheit packen wir in Wünsche und schaffen damit Lebenssituation, Lebensmomente. Doch wir fühlen uns noch lange nicht vollkommen. Wahre Vollkommenheit hat gar keine Wünsche. In wahrer Vollkommenheit ist alles enthalten. Und in dieser Vollkommenheit kann ich dann
die Vollkommenheit mit jedem teilen. Ja, es ist eine natürliche Vollkommenheit, keine künstliche Vollkommenheit. Künstliche Vollkommenheit sind alle Ideen, die wir haben von Vollkommenheit. Wahre Vollkommenheit ist frei von jeglicher Idee. Also freunde dich mit deinem Alleinsein an. Nutze diese Chance, die du jetzt hast, wenn du gerade allein bist, und heiße dieses Alleinsein willkommen. Entdecke dieses Alleinsein. Sag nicht, Alleinsein ist nicht schön. Das ist was ganz Schlimmes, ja? Dann entdecken wir das Alleinsein nicht. Ja, wenn wir Alleinsein entdecken, dann wird es spannend. Weil dann merken wir, dass wir nicht alleine sind. Da ist viel mehr, als wir uns vorstellen können. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen zu diesem Alleinsein. Ja, dieses Alleinsein hat so eine Fülle. Doch weil wir es nicht kennen, dürfen wir es neu entdecken. Entdecke das Alleinsein. Nutze diese Chance. Monika. Danke. Ah, noch mehr Fragen. Wunderbar. Okay. Die Tara hat eine Frage. Liebe Sala, schön, dich mal wiederzusehen. Ja, ich weiß, ich kreiere ein Problem, das jetzt gar nicht da ist. Aber ich weiß, dass es irgendwann wieder ein Problem sein wird. Okay. Kannst du etwas dazu sagen, wie man sich am besten um sich selber kümmern kann? Meine Situation ist die: Jemand, den ich jahrelang vertraut habe, hat mich sehr verletzt. Das ist nun zweimal passiert. Mittlerweile ist da keine Wut mehr, denn er hat ja auch nur sein Bestes getan. Und das so sicher nicht gewollt. Ich habe allerdings Angst davor, ihm irgendwann zu begegnen, was sicher passieren wird, und mich nicht abgrenzen zu können, ihm zu sagen, gleich wieder zu vertrauen, wenn auch nur aus Gewohnheit. Er war mir in der Vergangenheit sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, ihn einfach nicht vertrauen zu können. Aber ich weiß, dass das nicht gut für mich ist. Wie kann ich mich dann um mich kümmern, ohne ihm gegenüber zu Liebe noch zu vertrauensselig zu sein? Wo da die Grenze ziehen? Keine Grenze, Tara. Keine Grenze. Weißt du, das ist so ein schönes Thema, was du da gerade ansprichst. Also, Vertrauen und sich um sich selbst kümmern, das gehört zusammen. Normalerweise ist unser Leben so, dass wir jemandem vertrauen. Ein Mensch ist uns nah und wir vertrauen uns ihm an. Ja, aber was heißt es? Was machen wir?
Wir vertrauen uns ihm an oder ihr. Mit diesem Vertrauen, sich anvertrauen, erzählen wir dem anderen unsere Geschichte. Ja, wir legen unsere Geschichte in den anderen hinein. Ja, und der andere legt seine Geschichte in uns. Und dann sagen wir, ich habe einen besten Freund oder ich habe eine beste Freundin, der ich so sehr vertraue. Aber was geschieht im Leben? Jedes Vertrauen zu jemandem wird früher oder später zerbrechen. Ja? Wir vertrauen unseren Eltern. Und auf einmal können wir nicht mehr vertrauen. Also da ist jemand in der Geschichte, der jemand anderem vertraut. Und in diesem Vertrauten in Geschichte sein, verlieren wir uns. Das Spannende ist an Vertrauen, dass es in uns etwas gibt, was vertraut. Was vertraut. Es ist Vertrauen. Nicht jemand, der vertraut, sondern da ist Vertrauen. Das Leben vertraut uns, dass wir fähig sind zu leben. In diesem Vertrauen lässt uns das Leben leben. Ja. Und wir versuchen, da draußen zu vertrauen. Und das Leben sagt, ja, bricht es immer wieder durch, weil diese Idee, dass ich jemandem vertrauen kann, funktioniert nicht. Wenn da jemand ist, der vertraut, dann muss dieses Vertrauen durchbrochen werden. Weil da ist niemand, der vertrauen kann. Ja, und das Leben sagt dir ganz direkt, hier ist das Vertrauen, in diesem Moment. Und das ist Kümmern. Ja? Du hast gefragt, wie kann ich mich um mich selbst kümmern? Genau das, diesen Moment, auf diesen Moment zu hören. Ja? Diesen Moment können wir vertrauen. Dem Leben, so wie es jetzt ist, zu dem können wir vertrauen. Aber wir können niemandem vertrauen. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt verschließen muss und sagen muss, ja, da ich keinen Menschen vertrauen kann, muss ich mich jetzt verstecken. Nein. Es ist möglich, offen zu bleiben, in diesem tiefen Vertrauen, dem anderen zu begegnen. Ohne, dass ich dem anderen eine Geschichte erzählen muss. Sondern unser natürliches Sein im Vertrauen miteinander lässt es lebendig werden. Ja, also es ist natürlich, dass wir enttäuscht werden müssen und dass jedes Mal Vertrauen dieses künstliche, ich nenne es jetzt mal künstliche Vertrauen, dieses gelernte Vertrauen, genau, gelernte Vertrauen, muss jedes Mal auseinanderbrechen. Das ist so gewollt. Es ist so gewollt. Also fange an, dich um dich selbst zu kümmern. Vertraue dir. Vertraue diesem Moment. Schau immer wieder hin, was dieser Moment möchte und folge diesem Moment. Das ist wahres Vertrauen.
Danke. Tara. Okay, die Monika fragt nochmal. Glaube ich. Liebe Sala, habe noch eine Frage. Bin jetzt in einer Beziehung. Jedoch irgendwie weiß ich, dass sie nicht Bestand hat. Ich weiß es. Ich mag auch nicht mit meinem Freund unter Leuten und ihn zeigen, weil ich denke, die anderen merken, dass wir nicht zusammenpassen. Ich schäme mich irgendwie, verstecke mich meistens mit ihm. Trotzdem komme ich nicht ganz los von ihm. Er tat mir auch schon weh. Und ich sollte beenden, tat aber nicht, lasse mich irgendwie missbrauchen. Wieso? Was rätst du mir? Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich dir einen Rat geben kann. Was möchtest du von ihm? Weißt du, wir geben dem Körper irgendwie eine interessante Information. Okay. Da ist sowas in dir, dass du lieber mit ihm allein bist und du bist nicht so gern mit ihm da draußen und zeigst ihn anderen, weil es unangenehm ist. Warum bist du mit ihm zusammen? Was möchtest du von ihm? Was gibt er dir, was du glaubst, nicht zu haben? Oder was? Was wäre, wenn er nicht da wäre? Vielleicht ist da ein Gefühl, was du nicht magst. Es ist interessant hinzuschauen. Sei mit niemandem zusammen, mit dem du nicht gern zusammen bist. Ja. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du möchtest gern irgendwie wie so eine Punky-Frau sein, ja? Richtig punky und mit bunten Haaren und Brille und Trill angemalt und was, also wie einfach Ketten und weiß nicht, gepürst. Ja? Und das ist dein tiefster inneres Wesen. So möchtest du dich ausdrücken. Und du kleidest dich als Köchin. Oder du kleidest dich als Braut. Dann gibst du dem Körper eine Information, die nicht stimmt. Dein inneres Wesen möchte sich anders ausdrücken, wie du dich außen kleidest. Und damit kommen wir in Irritation. Da stimmt was nicht. Ja, dein inneres Sein ist mit der äußeren Handlung nicht identisch. Also wir wehren uns, wenn wir irgendwie gerade punkig sein wollen, nicht wie eine Köchin fühlen. Oder wir fühlen uns wie eine Köchin, aber sind nicht punkig. Und dann kommen wir in einen inneren Konflikt. Sei da klarer. Wenn du punkig sein möchtest, dann sei punkig. Und wenn du eine Köchin sein willst, sei eine Köchin. Aber versuch nicht, punkig zu sein und zieh dich an wie eine Köchin.
Und sei keine Köchin, wenn du punkig sein willst. Da haben wir einen Konflikt. Da kreieren wir einen Konflikt. Werde dir klar, was du wirklich möchtest. Und folge dem. Und halte an nichts fest, weil du glaubst, ja, ich wäre zwar gerne Punky, aber lieber Köchin, wer weiß, was die anderen sagen. Wenn ich wirklich als Punky gehe, ja, wer weiß, ob die mich noch so akzeptieren, wenn ich Punky bin. Das müssen wir herausfinden. Und wenn die anderen mich nicht so akzeptieren, ist es überhaupt kein Problem. Ja, weil sie dann akzeptieren sie nur ein Bild von dir. Sie akzeptieren die Köchin, aber nicht die Punky-Frau. Also versuche nicht, irgendein Bild zu erfüllen von dir. Fange an, dich so zu lieben, wie du bist. Lieb dich so, wie du bist. Du brauchst von niemand da draußen eine Bestätigung, dass du okay bist, so wie du bist. Danke für die Frage. So, ich weiß gar nicht, ob jetzt was im Live-Chat los war. Ich war die ganze Zeit. Nein, okay. Da hat sich. Ja. Weißt du, ich komme noch mal kurz darauf zurück. Du hast gesagt, verstecke mich meistens mit ihm. Weißt du? Du versteckst dich, wie du wirklich sein willst. Du kannst dich verstecken, aber du brauchst dich nicht zu verstecken. Und wenn du dich versteckst, genieß das. Verurteile dieses Verstecken nicht. Ja? Kinder spielen Verstecken. Ja? Sie legen über Tische Wolldecken und legen sich dann unter den Tisch und haben ihre Höhle. Also an Verstecken ist nichts verkehrt. Doch mach daraus kein Konzept. Mach kein Konzept von, wenn ich den wirklich liebe, dann würde ich mich nicht verstecken mit ihm. Ihr könnt euch verstecken und ihr könnt beide rausgehen. Und wenn du nicht gern mit ihm bist, dann lass es. Sei punkig und keine Köchin zur gleichen Zeit. Sei 100% punkig. Danke. Okay, die Tara hat nochmal geschrieben, vielen Dank für deine Antwort, Sala. Es hat mich sehr berührt. Ich glaube, das ist genau das Gefühl, dass da viel mehr etwas ist, das vertraut. Und dieses Vertrauen kann nicht zerstört werden. Ich habe auch öfter das Gefühl, dass man gar nicht so richtig außerhalb der Liebe bzw. des Vertrauens sein kann, selbst wenn man verletzt ist. Und wenn ich ihn wieder treffe und wieder enttäuscht werde, dann ist das eigentlich auch irgendwie okay. Dann soll das wohl so sein. Also das eine ist wahr. Dass wir wirklich, wir sind nie außerhalb der Liebe oder wir sind nie außerhalb dieses Vertrauens, ja? Weil es ist unsere Natur. Ja, und wenn du
du davon sprichst, wenn du ihn wieder triffst. Und da sollte wirklich wieder eine Enttäuschung stattfinden. Dann ist es okay. Jede Enttäuschung sollte auch sein, weil sie nimmt uns eine Täuschung. Ja? Sie nimmt uns eine Illusion. Sie nimmt uns das Bild, was wir haben, weg und lässt uns klarer sehen. Dafür sind Enttäuschungen da. Enttäuschung ist die Kreuzigung jeder Idee. Also feier jede Enttäuschung. Jede Enttäuschung ist ein Schritt, symbolisch, ja, ein symbolischer Schritt zur Freiheit. Aber wir denken, Enttäuschung ist was ganz Verkehrtes. Danke. Nochmal zurück. Ich glaube, ist nochmal von der Monika. Liebe Sala, ja, gute Frage, wieso ich mit ihm zusammen bin. Er gibt mir ab und zu das Gefühl von Geborgenheit. Und ab und zu drängt er mir zu Sex und ich will das nicht. Und er will echt zum Beispiel jeden Tag, ich kann das nicht. Ab und zu kann er damit umgehen, aber meistens nicht. Und für mich ist das so ein Druck. Darum, es geht irgendwie nicht mit uns. Genau. Ja. Wenn wir das Gefühl haben, wir möchten eigentlich nur gehalten werden. Ja, weil wir uns da geborgen fühlen, wenn uns jemand hält, der uns vertraut ist. Ja. Ja. Und wir nehmen oft dieses gehalten werden, denken wir, meistens vielleicht viel weiter. Also, mache nichts, was du nicht willst. Schlafe nicht mit ihm, wenn du nicht mit ihm schlafen willst. Diese Geborgenheit findest du in diesem Moment. Dieser Moment hält alles für dich bereit. Alles. Und viel mehr als das, was dir jemand geben kann. Du kannst den Mann genießen, ja? Wenn du Spaß hast mit dem Mann, genieß ihn. Aber nimm ihn nicht so ernst. Ja. Achte da auf dich. Schau auf dich. Tu niemals etwas, was du nicht willst. Danke. Auch dort spricht dein Körper dir eine sehr klare Sprache. Er sagt dir sehr klar, was er mag und was er nicht mag. Ja, und wenn wir zu dem Beispiel von verrückt von vorhin zurückkommen. Ja, ich punkig sein will, aber ziehe mich an wie eine Köchin. Dann gebe ich da dem Körper eine Information, die mit dem Moment überhaupt nichts zu tun hat. Und so machen wir es dann auch in der körperlichen Nähe. Ja? Da ist die Information nein. Und von außen kommt ein Ja. Die Handlung ist ein Ja.
Aber innerlich ist ein Nein. Ja. Und dieses Nein ist ein Ja zu diesem Moment. Und wir brauchen Mut, dafür zu gehen. Für diesen Moment zu gehen. Also lasse dich nicht benutzen von den Konzepten. Lass dich nicht benutzen von den Ideen. Wie du zu sein hast, um Geborgenheit zu bekommen. Du kannst einfach sein und du musst nicht irgendwie sein. Ja, du kannst einfach sein. Dieses Leben liebt dich so, wie du jetzt bist. Niemand kann dir so nah sein wie dieses Leben. Auch wenn wir körperlich mit jemandem zusammen sind. Die Körper haben Begrenzung. Das Leben oder dieser Moment oder Bewusstsein oder das, was wir sind, hat keine Begrenzung. Es durchdringt alles. Danke. Okay. Eine Frage von Alaya Schein. Sie sagt, du sprachst über Alleinsein und ich fühle im Moment nur, dass ich gar nicht allein sein kann, wenn ich mit mir bin. Kannst du dazu sprechen? Danke. Okay. Dass ich gar nicht allein sein kann. Das stimmt, das Ich kann nicht allein sein. Das Ich braucht immer eine Beschäftigung, braucht Unterhaltung, braucht eine Zustimmung, braucht Kontakt. Ja, dieses Ich hält es nicht aus. Das ist auch nicht konzipiert dafür. Das Ich ist nicht konzipiert dafür, allein zu sein. Das Ich ist konzipiert für ich und du. Das Ich ist konzipiert für du und ich. Für zwei, für Dualität. Und wenn dann niemand ist, dann sagt es, ich bin allein. Und dann kommen wir der Wahrheit schon näher. Dieses Ich bin allein, das ist wahr. Und das ist unsere Natur. Ja. Dieses Ich Bin ist nicht bezogen auf eine Person. Dieses Ich Bin ist frei von jeder Person. Es ist nicht persönlich. Ich bin allein. Ich bin all eins. Das ist unsere Natur. Und wenn wir uns da hineinfallen lassen, wenn wir in unserem scheinbaren Alleinsein uns fallen lassen. Wenn wir das entdecken, wenn wir da hineingehen, wenn wir wirklich erforschen, wie ist es, allein zu sein in diesem Moment? Wie ist das? Wenn ich diesen Moment nicht bewerte, okay, Alaya schreibt nochmal. Nee, irgendwie meine ich es andersherum. Ich fühle mich eben mal nicht allein, obwohl niemand anders da ist. Okay. Okay. Ja, so ist es. Du meinst es andersrum, okay? Ja, dann gibt es ja kein Problem.
dann ist doch alles okay, oder? Genau. Okay. Null Problem. Deshalb wundere ich mich ja. Ja, okay. Ja, da entsteht Wundern. Ja, normalerweise sind wir es gar nicht gewöhnt. Wir sind immer in Kontakt. Und dass wir dann das Alleinsein genießen und bemerken, dass wir gar nicht allein sind. Das lässt uns wundern. Das ist wahr. Danke für die Frage. Oder Aussage, war ja nicht wirklich eine Frage. Eine Frage. Okay. Ah. Okay. Pam stellt eine Frage. Liebe Sala, bitte sage mir, wie hoch die Chance, das zu entdecken zum Zeitpunkt des Todes. Kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Wie wird es sein, wenn du einmal stirbst? Kannst du einen Körper einfach ablegen, also sogenannt normalsterblich Umarmung? Okay, interessante Frage. Weißt du, ich würde gar nicht so weit denken. So weit denken, wie wäre es, zum Zeitpunkt des Todes das zu entdecken? Entdecke es jetzt. Jetzt. Nicht irgendwann in der Zukunft. Wenn wir es jetzt entdecken, dann können wir, sowas nennt man lebendig sterben, wenn wir lebendig sterben, können wir das Leben noch mehr genießen. Ja, in seiner ganzen Fülle. In seiner unendlichen Fülle. Also nicht so weit denken. Entdecke es jetzt hier. Ja, wende dich nach innen. Schau nach innen. Denke über diesen Moment nicht nach. Das, was wir sind, ist nicht getrennt in diesem Moment von dir. Du bist das. Jetzt. Und kann man sich überhaupt darauf vorbereiten? Weißt du, man kann sich auf das irgendwie nicht vorbereiten. Du bist das. Ja. Normalerweise haben wir die Neigung, dass wir uns immer auf irgendwas vorbereiten. Wir bereiten uns vor für eine Prüfung. Wir müssen uns aufs Leben vorbereiten. Ja, das lernen wir in der Schule. Ja, wir werden vorbereitet fürs Leben. Wir müssen lernen und dies und das und jenes. Ja. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was das heißt, Leben.
Was ist Leben? Normalerweise haben wir so einen Film von Leben und sagen, das ist das Leben. Aber das wahre Leben ist jenseits von diesem Film. Und innerhalb dieses Films wird uns gesagt, das ist das Leben und da musst du dich vorbereiten. Ja, und jetzt versucht sozusagen dieser Film, ein spiritueller Film zu werden und sagt, ja, wie kann ich mich denn vorbereiten auf das? Du bist das. Und jede Vorbereitung lassen. Wir müssen alle Vorbereitung fallen lassen. Einfach diesen Moment jetzt. Ja, ihr habt. Ich sehe, wo du herkommst, wenn du da jetzt auch noch wohnst. Ja, ihr habt so ein schönes Land. Ihr habt so viel Natur. Wende dich dem zu. Öffne dein Herz und kommuniziere mit der Natur. Dann bist du das. Schau eine Katze an, schau einen Vogel an, was auch immer du magst in der Natur. Schau genau hin. Und schaue da so lange hin, bis es keinen Unterschied mehr gibt zwischen dir und das, was schaut. Und das, was angeschaut wird. Und du fragst mich, wie wird es sein, wenn du einmal stirbst? Ich weiß es nicht. Was kann ich sagen? Es ist in der Zukunft. Keine Ahnung. Doch ich denke im Moment nicht an Stern, sondern ich genieße das Leben. Weißt du, und wenn wir das Leben genießen, dann genießen wir auch das Sterben. Also genieß das Leben. Und dann fragst du, kannst du deinen Körper einfach ablegen als sogenannte Normalsterbliche? Weißt du, es gibt einen Teil in uns, wir haben beides. Wir haben etwas, was unsterblich ist, und wir haben etwas, was sterblich ist. Der Körper ist sterblich. Emotionen sind sterblich. Gedanken sind sterblich. Also alles, was in der Zeit existiert, stirbt. Das, was jenseits der Zeit ist, und doch innerhalb der Zeit lebt, ist unsterblich. Wenn ich also anfange, dieses Leben, diesen Körper zu genießen, also zu genießen, dass er da ist. Weißt du, es ist, dieser Körper ist das Haus der Unsterblichkeit. Diese Unsterblichkeit, das, was wir sind, drückt sich in diesem Haus aus. Wenn wir also nicht an dem Körper festhalten. Das Ich mag gerne an dem Körper festhalten, weil das Ich eine Identität damit hat. So, die Unsterblichkeit hat keine Identität. Die Unsterblichkeit drückt sich in der Form aus,
weil es Freude daran hat. Es hat Freude am Leben. Deshalb lebt es in diesen Häusern, die so unterschiedlich aussehen und so unterschiedliche Farben haben und Augen und Geschichten. Und da gibt es keine Trennung zwischen der Form einer Katze, der Form einer Tasse, die Form eines Menschen, die Form einer Wolke, die Form eines Baumes, die Form eines Blattes, die Form des Geschmacks, des Geruchs, des Hörens. Alles ist das. Jede Blume blüht freiwillig und sie stirbt freiwillig. Jeder Baum, jedes Tier. Ja, habt ihr schon mal eine Katze beobachtet? Wenn sie ein Tier jagt, ja, irgendwann, wenn eine Katze eine Maus fängt oder so, oder einen kleinen Gecko, glaube ich, nennt man die auch. In Italien gibt es so kleine Geckos. Habe ich mal zugeschaut, wie eine Katze so ein Gecko gefangen hat. Und sie hat gespielt und sie hat ja mit den Pfoten immer so hin und her. Aber irgendwann gab es in diesem Prozess Hingabe von diesem Gecko. Die ganze Zeit war es ein Spiel. Und dann war es Hingabe. Hingabe an dieses Spiel. Wenn wir also dieses Leben in Hingabe leben, dann werden wir in Hingabe gehen können und halten nicht an diesem Körper fest. Danke, Pam. Okay. Hoi, hoi, hoi. Problem. Okay. Keine Frage im Chat. Kommen wir nochmal im Okay, nochmal eine Rückmeldung, liebe Sala. Vielen Dank für deine Antwort. Stimmt genau, so wie du sagst. Doch noch eine Frage. Bei mir läuft's im Moment wirklich nicht gut. Alles geht irgendwie schief. Finanziell, jobmäßig, als Mutter von einem Teenager, in Beziehung, gesundheitlich, allerlei. Jeden Tag kommt eine neue Überraschung. Ich kann bald nicht mehr. Hab keine Lebensfreude mehr. Wüsste auch nicht mehr, wieso, wenn es immer nur noch ein Überleben ist, kannst du mir da helfen? Höre auf, die Geschichte zu nähren. Hör auf, die Geschichte zu nähern, bei mir läuft es nicht gut. Ja, dieses Ich hat eine bestimmte Vorstellung, wie es zu laufen hat. Und wenn es nicht so läuft, sagt es läuft nicht bei mir gut, weil es nicht meinen Vorstellungen entspricht. Oder weil
wir eine andere Vorstellung vom Leben haben. Und weil das Leben nicht so ist, sagen wir, es läuft nicht gut. Lass die Wertung raus. Schau ohne Wertung hin. Schau ohne Idee hin. Ja, weißt du, all diese Herausforderungen, die wir haben im Leben, sind dafür da, um uns in diesen Moment zu bringen. Was ist es, was du nicht magst? Was magst du nicht fühlen? Und nimm die Geschichte nicht so ernst. Nimm diese Lebensgeschichte vom Ich nicht so ernst. In dieser Ernsthaftigkeit wird es wirklich ernst. Wende deinen Blick weg vom Problem und wende dich der Freude zu. Schau, was dir Freude macht. Und es gibt viele Dinge, die wir machen können, ohne dass wir Geld haben. Sogar sind die meisten Dinge, die wir uns per Geld kaufen können, geben uns nicht so viel Freude als die, die wir für Geld nicht kaufen können. Und diese Idee will ich da gefangen halten. Diese Idee, bei mir läuft es gerade nicht gut. Wir haben Herausforderungen, das sage ich nicht. Ja, wir haben Herausforderungen im Leben. Überlege auf diese Herausforderung nicht die Idee, bei mir läuft es nicht gut. Und deshalb habe ich keine Freude am Leben. Ja, das Ich hat auch keine Freude am Leben, weil es liebt Probleme. Mach dieses Leben nicht zum Problem. Das Leben an sich ist kein Problem. Ja, wenn wir anfangen, wenn wir anfangen, aufzuhören zu kämpfen, aufhören zu kämpfen mit unseren Lebensumständen. Jeder Kampf ist eine Nicht-Akzeptanz von diesem Moment, beziehungsweise vielleicht auch eine Emotion, ein Gefühl. Was magst du nicht? Was ist nicht willkommen in deinem Leben? Lass die Freude in dein Leben. Such dir etwas, was dir Freude macht. Und folge dem. Danke. Jetzt gucken wir, ob im Chat was war. Nein.
Ja, also falls sich noch neue Leute dazugeschaltet haben, ihr habt noch die Möglichkeit, ist noch ein Moment Zeit, eine E-Mail zu schreiben unter sala@sala.de, falls ihr noch eine Frage habt. Das Leben ist eine Symphonie. Es hat so viele Töne. Und wir sind auch ein Ton in diesem Leben. Wir sind ein Lebenston vom Leben. Und dieser Ton ist einmalig. Wir sind ein einmaliger Lebenston. Wir sind ein einmaliger Ausdruck des Lebens. Dieser Ausdruck, so wie jeder Einzelne ist, gibt es kein zweites Mal in dieser Form. Und wenn wir in der Welt der, in der augenscheinlichen Welt der Probleme versuchen, innerhalb dieser Probleme Probleme zu lösen, dann drehen wir uns im Kreis. Dann sagt der Verstand, ah, ich habe ein Problem. Ja, oder die Konditionierung sagt, ich habe ein Problem. Und dann fragen wir jemand, ob er eine Lösung hat für dieses Problem. Und dann sind wir mit der Lösung, die es da gibt, ist das System nicht im Frieden. Es wird es in Frage stellen. Weil das Problem selbst will nicht, dass das Problem verschwindet. Das Problem selbst hat eine Identität mit dem Problem. Das lässt das Problem leben. Das scheinbare Problem leben. Dieses sich im Problem festhalten. Die Lösung ist, sich der Freude zuzuwenden. Ja, in der Freude gibt es keine Probleme. Die Freude ist die Freude. Also können wir anfangen, unserem System irgendwie neue Informationen zu geben. Nämlich die Information der Freude. Und nicht die Information eines Problems. Und somit, wenn wir die Information der Freude unserem System zufügen, werden die scheinbaren Probleme immer kleiner.
Okay, kommt noch mal eine Frage oder was auch immer. Ah, okay, ist nochmal von Pam. Danke für deine Antwort, die weitere Fragen aufwirft. Ja, so ist es. So wie du das gerade geschildert hast, ist Leben und Sterben nie ein Zufall. Wirklich nie. Und wenn da Fehleinschätzungen und Entscheidungen waren, wodurch andere zu Schaden kamen oder das Leben verloren haben, gibt es da nicht auch Schuld? Oder gehst du davon aus, dass alles vorgesehen war? Weißt du, das Leben ist schon geschrieben. Irgendwie ist es schon geschrieben. Irgendwie, ja, wie so symbolisch gibt es schon dieses Leben. Und jedes Leben, was in der Form existiert, hat irgendwie scheinbar eine Geschichte. Und wenn wir uns innerhalb dieser Geschichten befinden, ja, wenn wir diese Geschichte persönlich nehmen, dann sagen wir, ja, ich habe was gemacht, was den anderen Schaden zufügt. Oder ich habe was gemacht und bin schuld, dass jemand anders wegen mir gestorben ist. Es ist nie wegen dir. Es ist, weil es jetzt so ist. Ja, weil es genau so zu sein hat. Doch wir nehmen dann dieses Ereignis, was für ein Ereignis auch immer, persönlich. Weil wir gelernt haben, uns schuldig zu fühlen. Man hat uns mit Schuld großgezogen. Doch wir sind nicht schuldig irgendjemandem gegenüber. Schuld ist ein Konzept. Schuld ist eine Idee. Mit diesem Konzept werden wir gefangen gehalten. Werden wir gefangen gehalten in der Geschichte. Und dann versuchen wir innerhalb dieser Geschichte uns nicht schuldig zu fühlen. Doch die Freiheit aus der Schuld, wenn wir uns wirklich schuldig fühlen oder das Gefühl haben, wir sind schuldig, heiße die Schuld willkommen. Fühle dich so. Heiße diese Energie willkommen, diese Emotion. Es befreit uns nicht zu sagen, okay, Schuld gibt's nicht, also bin ich auch nicht schuldig. Weil wir fühlen uns noch so. Wir fühlen uns noch schuldig, weil unser System dadurch durchgetränkt ist von diesem Begriff. Ja, wir haben es eingeflößt bekommen über die Muttermilch, wir haben es eingeflößt bekommen über die Religion, wir haben es eingeflößt bekommen durch unsere Umgebung. Es gibt nicht diese Schuld. Ja, Schuld ist das Gegenteil von Recht. Wenn ich Recht haben will, dann bist du schuldig. Und wenn der andere Recht haben will, dann bin ich schuldig. Ohne
dieses Spiel gäbe es es nicht, gäbe es nicht, gäbe es niemand, der sich so fühlt. Es ist dasselbe Spiel der gleichen Münze. Und jenseits von diesem Spiel der gleichen Münze gibt es keine Schuld. Du bist frei. Und alles, was jemals geschieht, geschieht, weil es so geschehen hat. Egal, was wir jemals darüber denken. Es hat nichts mit uns zu tun. Danke für die Frage. So, jetzt. Ja, dann ist an der Uhr gedreht. Falls es noch irgendwie eine Frage gibt, dann noch ganz schnell. Schau noch mal. Ja, dann sage ich danke für den Live-Chat. Danke für euer Hiersein und für eure wunderbaren Fragen. Danke. Ein Segen für euch. Danke.